Titel des Vortrags von heute ist das ungeteilte Herz oder die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Wenn wir in unser Herz, in unseren Geist oder in unsere Seele, wie immer wir das nennen wollen, schauen, so erfahren wir oft, wahrscheinlich mehr als nicht, ein geteiltes Herz. Ein Herz, das eben oft zerrissen ist, in zwei geteilt oder geviertelt oder geachtelt oder gehundertelt. Ein Herz, das sehr oft Widerstand bietet, das sehr oft hin und her gerissen ist, mit in Aversionen verfangen, das sehr oft auch mit Ängsten belegt ist, mit Ängsten, was es auf keinen Fall hereinlassen will, was es als nicht Teil seines Selbst deklariert oder sieht und versucht es deshalb draußen zu behalten an Erfahrung, oder es versucht eben oft auch etwas zu kriegen, sich etwas einzuverleiben, eigen zu machen, was scheinbar noch fehlt, damit es sich ganz fühlen kann. Also wir sind oft gefangen in diesem Begehren, Wünschen, Verlangen oder eben Ablehnung, Aversion, Angst. Manchmal ist es sehr leise, ganz für uns im stillen Kämmerlein. Manchmal ist es sehr laut, so dass es auch die anderen deutlich zu spüren oder zu hören kriegen. Zu anderen Zeiten ist unser Herz oder unser Geist völlig perplex, sieht nicht klar, ist im Zweifel über sich selber verfangen. Kurz, es sind diese drei Begriffe, Verlangen, Aversion und Verblendung, was eben der Buddha als die Ursache und auch den Ausdruck unseres inneren Leidenszustandes definierte. Also diese sogenannten Kileshas, und Fred wird morgen Abend noch mehr über diese Kileshas sprechen, diese sogenannten Kileshas oder quälenden Emotionen, die das Herz, den Geist, die unseren Blick trüben, vernebeln, ihn zermürben, die immer wieder unserem Geist oder eben unserem Herz den Eindruck geben, dass es entweder noch etwas braucht, das nicht da ist, oder dass es noch etwas loswerden muss, das da ist, aber das es nicht haben will, um dann in Frieden sein zu können. Es sind auch diese Zustände natürlich in all ihren verschiedensten Variationen und in sehr verschiedener Heftigkeit, die es dem Herz auch verunmöglichen, in sich selber zu ruhen, die es uns auch immer schwierig macht, in Frieden zu sein von Moment zu Moment. Und hier taucht eben auch die Frage auf, und ich denke, das ist auch hier, wo die Frage einer spirituellen Praxis, einer Herzenskultivation oder Geisteskultivation reinkommt. Also die Frage, wie kann sich ein fragmentiertes Herz oder ein fragmentierter Geist heilen? Wie kann sich ein Geist, ein Herz, der eben oft zersplittert ist, der sich dementsprechend auch oft einsam fühlt, alleine fühlt, nicht verbunden fühlt, wie kann sich ein solches Herz ganz fühlen, ungeteilt, verbunden? Und es ist hier eben, wo uns die buddhistische Geistesschulung oder Herzensschulung eben auch einen Weg zeigt, einen äußerst praktischen, begehbaren Weg. Buddha wurde scheinbar immer wieder gefragt, ob er in Kürze erklären könne, was er eigentlich lehre. Er hat ja nach seiner Erleuchtung über 40 Jahre lang ist er herumgezogen und hat gelehrt. Und eine seiner Antworten ist gewesen, ich lehre eines und nur dieses eine, die wahre Befreiung des Herzens. Die wahre Befreiung des Herzens. Und
Wie ihr euch sicher auch vorstellen könnt, wurde er immer unzählige Dinge gefragt auf seinen Wanderschaften, als die Leute mitgekriegt haben, dass er scheinbar ein sehr besonderer Mensch ist. Wurde an ihn sehr viele Fragen gestellt, all die Dinge, die man und die wir auch heute eigentlich noch wissen möchten. Fragen wie, wann oder wie hat die Welt begonnen? Er wurde auch immer wieder gefragt, ob er, wenn er sterbe, weiter existiere oder nicht mehr weiter existiere. Und es wird auch gesagt, dass er auf die meisten all dieser Fragen keine Antwort gegeben hat. Und zwar nicht, so denke ich, weil er, soll ich sagen, aus Nichtbereitschaft, diese Fragen zu beantworten, sondern er soll auch immer wieder betont haben, dass es nicht relevant ist für die Praxis, für das, was er vermitteln möchte, nämlich eben für die wahre Befreiung des Herzens. Dass wir zwar eine Antwort hätten auf all diese Fragen, aber wahrscheinlich kein Schritt näher wären eben an diesem Ziel, an der Befreiung des Herzens damit. Und mit der Befreiung des Herzens, was eigentlich nichts anderes ist als das Wort Erleuchtung, ja, das so manchmal so einen abgehobenen, mystischen, soll ich sagen, Touch um sich hat, ist eigentlich nichts anderes. Eine der wichtigsten Qualitäten, um zu diesem Ziel zu gelangen, und davon sprechen wir auch immer wieder, habt ihr schon viele Male gehört seit Beginn dieses Retreats, ist eben die Qualität von Gewahrsein oder Achtsamkeit. Und zwar, und das finde ich das sehr Interessante, wenn man die Texte liest, heißt es immer wieder, Achtsamkeit zum Zwecke der befreienden Erkenntnis. Und dieser zweite Teil, denke ich, ist ein sehr wichtiger Teil, der oft verloren geht. Also es geht nicht einfach um Achtsamkeit per se, sondern sie ist nur sinnvoll, wenn sie eben dieser Befreiung dient. Sie ist nur ein Mittel zum Zweck und nicht in sich selber schon das, was hilfreich ist. Achtsamkeit ist in sich selber neutral als Geistesqualität. Es ist eigentlich die Wirkung, die Wirkung, die Achtsamkeit hat, wird bestimmt durch die Motivation, mit der wir sie üben. Und wir können ja Achtsamkeit, wie wir das alle wissen, für verschiedene Dinge gebrauchen. Wir können Achtsamkeit gebrauchen, um unseren Geschäftspartner zu übertrumpfen. Werden wir wahrscheinlich erfolgreicher sein, wenn wir das mit Achtsamkeit tun und Sammlung auch, wird es effektiver sein. Wir können Achtsamkeit gebrauchen, um eine Straße gefahrlos zu überqueren. Kann sehr hilfreich sein. Wir können sie gebrauchen, um einen Raubüberfall zu planen. Auch dort wahrscheinlich erfolgreicher als ohne Achtsamkeit. Wir können Achtsamkeit gebrauchen, um 48 oder 50 Retreat-Teilnehmende zu bekochen, damit sie sich gut fühlen in einem Retreat. Wir können Achtsamkeit gebrauchen, um uns lebendiger zu fühlen. Also die Liste ist natürlich unendlich verlängerbar. Achtsamkeit, wie wir sie hier gebrauchen, in dieser Praxis, ist ein Mittel zur Geistes-, zur Herzensschulung. Also nicht einfach Achtsamkeit der Achtsamkeit willen. Und das ist auch das, was wir immer mal wieder auch erwähnen müssen, wenn Leute Kurse für uns organisieren, heißt es oft dann ein Achtsamkeitsretreat oder Achtsamkeitstag. Und was dabei oft eben verloren geht, ist genau der wichtigste Aspekt, nämlich der der Erkenntnis. Ja, dass es nicht einfach darum geht, Achtsamkeit zu kultivieren, sondern eben zum Zwecke der befreienden Erkenntnis. Ist ja auch oft so, dieses Wort Achtsamkeit ist recht in Mode gekommen unterdessen. Man liest das auch in allerlei Werbung, also
viele haben entdeckt, dass man da effektiver, schneller, besser, tiefer arbeiten kann, auch mit Achtsamkeit. Manchmal hört man auch, dass das Gefühl ist, so wie wenn, ja, je achtsamer ich bin, desto spiritueller bin ich. Und dementsprechend natürlich auch immer die Bewertung. Ja, wie oft bin ich achtsam gewesen heute? 10-mal, 5-mal, nie. Und dann dementsprechend fühle ich mich auch, bin ich gut, bin ich nicht gut. Also die Achtsamkeit hier, und sie wird auch immer wieder in diesem Zusammenhang als eine der Qualitäten, die es braucht zur Befreiung, wird auch rechte oder hilfreiche Achtsamkeit genannt, die eben zum Zwecke der befreienden Erkenntnis dient. Oder wie Geshe Nawang Changshub, ein tibetischer Lama, der vor ein paar Monaten in Bern Belehrungen gab, das auch sehr kurz und sehr treffend ausgedrückt hat, als er gefragt wurde, was denn diese Praxis eigentlich sei, hat er gesagt, Dharma is reducing illusions. Auch das sehr treffend, darum geht es, Täuschungen zu vermindern, ja, von diesen Täuschungen und Enttäuschungen, von denen Fred auch bereits gesprochen hat. Nämlich eben diese Täuschungen, die uns leiden machen. Täuschungen im Sinn von einer falschen Wahrnehmung von uns, vom Leben. Und dementsprechend unserem nicht sehr hilfreichen Verhalten dann. Erkenntnis, wenn es dann hier heißt, eben soweit sie der Erkenntnis dient, was mit Erkenntnis gemeint ist, heißt ganz einfach immer wieder direkt erfahren, eben mal zum einen die Vergänglichkeit der Dinge, etwas, das wir natürlich alle wissen, vom Kopf her. Scheint nicht sehr effektiv zu sein, dieses Wissen, also braucht es scheinbar eine andere Art, mit diesem Wissen der Vergänglichkeit immer wieder in Kontakt zu kommen. Immer wieder zu erfahren eben, und das ist auch der Sinn und Zweck all dieser Mühsal, deren wir uns hier in einem Retreat, in die wir uns begeben, auf eine sehr direkte Art und Weise zu erfahren, auch wie unbeständig eben daher alle Dinge sind, wie auch die Dinge, die zwar zweifellos angenehm sind oder äußerst angenehm sind, auch immer wieder vergehen und wie in dem Sinne auch diese Dinge uns nicht die letztendliche Befriedigung geben können. Und es ist eigentlich nur aus dieser direkten Erfahrung, dieser Vergänglichkeit, dieser Flüchtigkeit, diese Nichtfassbarkeit all unserer Erfahrungen, wo wir auch bereit sind, unsere Fäuste ein bisschen zu lockern, ja, und die Dinge nicht mehr oder ein bisschen weniger schnell zu greifen und ein bisschen weniger schnell zu reagieren, wenn sie nicht haben wollen. Und zwar nicht, weil wir sollten, also weil wir loslassen sollten oder weil wir, sondern einfach, weil es keinen Sinn macht, weniger und weniger, weil wir merken immer wieder, ah ja, festhalten tut weh, ist schmerzhaft, lass ich sein. Oder mit Aversion reagieren ist schmerzhaft, lass ich lieber sein. Also es ist diese tiefe Erkenntnis in die Natur, in die Gesetzmäßigkeit aller Erfahrungen, die uns befreit. Befreit eben von dem, was uns immer wieder Leidenschaft, eben das Nichtverstehen, die Täuschungen und dadurch mit Verlangen und Aversion reagieren. Ich glaube, es ist ein wichtiger Aspekt, sich den immer wieder zu vergegenwärtigen, eben dieser Teil der Achtsamkeit zum Zwecke der befreienden Erkenntnis. Weil ich doch denke, dass es immer mal wieder verloren gehen kann, dieses letztendliche Ziel in all diesem Üben, das wir hier tun. Es gibt ein bekanntes Sutta, eine bekannte Lehrrede, die wahrscheinlich die meisten von euch vertraut sind damit, eben die Satipatthana Sutta, die Lehrrede von den Grundlagen der Achtsamkeit oder auch die Verankerungen der Achtsamkeit genannt. Und in dieser Lehrrede spricht der Buddha zum einen von der Qualität,
der hilfreichen Qualität, welche die Achtsamkeit haben sollte, damit sie befreiend wirkt. Und zum anderen spricht er von vier Aspekten, wo es eben sinnvoll ist, die Achtsamkeit besonders zu kultivieren, hinzuschauen. Also es geht nicht einfach darum, generell überall, sondern er spricht von vier Hauptgrundlagen, wo es vor allem in dieser Praxis hilfreich ist, hinzuschauen. Und ich möchte eben heute Abend kurz all diese vier Grundlagen kurz berühren und durchgehen. Es sind die vier Grundlagen oder Verankerungen. Der erste ist die des Körpers, Achtsamkeit des Körpers. Zweite ist die der Gefühlsempfindungen, und ich werde nachher näher darauf eingehen, was damit gemeint ist. Dritte ist der Geist oder das Bewusstsein selber oder auch die Geistesfaktoren, die Färbung des Geistes, was damit gemeint ist. Und die vierte wird oft übersetzt als die Geistobjekte. Ist ein bisschen so mit dem vierten, wie das oft ist in der buddhistischen Lehre. Es gibt all diese verschiedenen Listen, sehr praktisch, die sechs so und die vier so und die zehn diese. Und es gibt eben diese vier Verankerungen, und in der vierten sind vor allem all die Dinge gesammelt, die so nicht so in die anderen reinpassen. Also es ist so eine Sammlung von verschiedenen Aspekten da drin. Die erste, die Verankerung, Achtsamkeit des Körpers, im Körper. Ich glaube, eine sehr, sehr wichtige Grundlage, äußerst wichtig. Auch eine, die wir sehr gut üben können im Alltag auch, nicht nur innerhalb einer Retreatform. Was hier dazu gehört, was hier erwähnt wird, ist einmal die Achtsamkeit der Körperhaltungen, etwas, das wir auch immer mal wieder erwähnen, dass wir uns gewahr sind, wenn wir stehen, gewahr, wenn wir gehen, uns gewahr sind beim Sitzen, gewahr sind beim Liegen. Also etwas eigentlich ganz Banales, Einfaches, Offensichtliches, das aber gerade auch im Alltag recht hilfreich sein kann, wenn wir uns daran erinnern. Einfach dieses Gewahrsein uns auch ein bisschen anzugewöhnen, einfach zu merken, aha, ja, jetzt bin ich gerade am Sitzen. Das spüren für einen Moment. Oder wie heute eine Frau auch in der Gruppe so schön gesagt hat, ja, einfach so stehen, ja. Das ist was ganz wie eine Neuentdeckung. Ja. Sie hat auch das Gefühl gehabt, das hätte sie eigentlich als Kind schon gekannt, aber das sei so ein bisschen wie verloren gegangen. Oder ist auch etwas, das man fast nicht mehr darf. Ja, wie dann so gleich die Mutter kommt und fragt, was machst du da? Und wenn man dann so sagt, ja, ich stehe einfach, ist das meistens nicht so beliebt, ja. Einfach so stehen. Hier gehört auch dazu die Bewegungen des Körpers wahrnehmen, uns dessen Bewusstsein. So, und da wird, das sind ganze Listen dann in diesem Sutta, ja, es wird natürlich immer vom Mönch dort gesprochen, weil Buddha oft zu den Mönchen gesprochen hat. Wenn man sich nach vorne beugt, nach hinten beugt, vorwärts geht, rückwärts geht, nach oben schaut, nach unten schaut, all diese Möglichkeiten, ja, wie sich der Körper fortbewegt in Zeit und Raum, dort Gewahrsein hereinzubringen, uns dort zu verankern. Atemgewahrsein gehört hier auch dazu. Gewahr sein, ob der Atem kurz ist, ob er lang ist, ob er tief ist, ob er oberflächlich ist, ob er rau ist, ob er glatt ist. All die Möglichkeiten. Gerade mit dem Gewahrsein des Atems, ich glaube, wir haben es ja immer wieder betont, dass es nicht eine Atemübung ist. Also es geht nicht darum, den richtigen Atem hinzukriegen, den tiefen, entspannten, sondern es ist auch eine Gewahrseinsübung. Und was schon alleine mit dieser Gewahrseinübung des Atems passiert, das sind nämlich sehr viele, sehr hilfreiche Dinge. Zum einen ist es eine Möglichkeit, um eben unseren Geist zu sammeln. Eines der vielen anderen Objekte, die wir auch dazu benutzen können, ist hilfreich, weil er immer
zur Verfügung steht, wo immer wir sind. Eine Möglichkeit, Ruhe zu kultivieren. Es ist eine Möglichkeit, unseren Geist und Körper als eine Einheit zu erfahren, dass wir auch immer wieder in Momenten erfahren können, ja, wenn da keine Trennung ist in gewissen Momenten. Es ist auch eine Möglichkeit, eben immer wieder Berührung, Kontakt zu machen mit dem gegenwärtigen Augenblick. Eigentlich den einzigen, den wir sowieso immer nur haben in unserem Leben. Den Moment, der jetzt gerade ist. Und in jedem Moment, in dem wir, oder in dem dieses Gewahrsein beim Atem weilt, und manchmal sind diese Momente ein bisschen länger, manchmal sind sie auch nur sehr kurz, aber wir haben alle diese Momente, werden wir auch nicht so beherrscht von eben all diesen sogenannten Kileshas oder quälenden Emotionen. Auch wenn die Momente nur sehr kurz sind, weil wenn wir voll und ganz beim Atem sind, ist gar kein Raum da. Ja, dann sind wir für diesen Moment schon mal nicht am irgendwo jemandem alle Schande sagen oder uns zu verurteilen oder all die anderen Möglichkeiten. Also dass wir auch diese kleinen Momente, die wir immer wieder haben, auch nicht unterschätzen, was die für eine Wirkung haben. Was auch zum Gewahrsein des Körpers gehört, ist erstmal das Kontemplieren, wenn wir ein bisschen tiefer sehen können, unmittelbarer sehen können in der Meditation, auch auf eine direkte Art und Weise wahrzunehmen, dass der Körper eben aus diesen vier Elementen zusammengesetzt ist. Das Erdelement, das Feuerelement, das Wasserelement und Luftelement. Also dass eigentlich nichts anderes da ist. Das ist das, was der Körper ausmacht. Dieses Spiel, dieser Tanz des Körpers. Und dass auch ja im Moment des Todes diese Elemente quasi wieder zu sich, nicht zu sich zurückkehren, weil sie sind immer bei sich, aber sich wieder wie auflösen. Ja, die kommen wie zusammen im Moment der Geburt und im Moment des Todes kehren die einfach wieder, das Feuerelement zum Feuer und Erde zur Erde und Luft zur Luft und Wasser zu Wasser. Was ich denke, was hilfreich sein kann, das ein bisschen so, vielleicht ist das manchmal ein bisschen abstrakt, manchmal kann man das sehr direkt auch wahrnehmen, ja, diese Elemente oder ein Gespür dafür bekommen, wie das wirkt, das Feuerelement oder das Wasserelement. Kann auch helfen, uns nicht so sehr zu identifizieren damit. Ja, wenn wir es einfach sehen, ah ja, das ist einfach, zum Beispiel, wenn wir weinen, ja, ah ja, es ist einfach das Wasserelement, das da im Moment gerade im Vordergrund ist, ja. Oder wenn Zorn da ist, können wir das Hitze, ja, Feuer sehr stark. Wenn wir es auf der Ebene wahrnehmen können, ist, kann es schon ein bisschen diese Identifikation von gleichem als mein Ding nehmen, kann ein bisschen auch gelockert werden. Es gibt dann noch ganze andere Gewahrseinsübungen mit dem Körper, die möchte ich euch hier ersparen, über all die Unreinheiten des Körpers. Da gibt es auch viele Meditationsformen. Also Körpergewahrsein, sehr wichtig, weil wir allein im Gewahrsein des Körpers eben schon auch erfahren können, zum Beispiel eben dieser ständige Wechsel auch. Ja. Wir können erfahren, dass das auch gerade auch mit Körperempfindungen, wie das ständig wechselt oder mit Schmerz, wenn wir etwas, das vielleicht an der Oberfläche betrachtet aussieht, wie mein Knieschmerz, wenn wir tiefer schauen, länger dabei bleiben mit diesem nicht wertenden Gewahrsein, dann können wir auch erfahren, dass da nicht mein Knieschmerz ist, sondern dass da einfach Erfahrungen sind, ja, zum Teil angenehme, zum Teil unangenehme, Druck, Kälte, Hitze, Stechen, Pochen, all diese möglichen Erfahrungen. Es ist eher wie ein Tanz all dieser Elemente und nicht so sehr ein
Mein Knie, mein Körper, der ja ein enormer Leidenspotenzial in sich trägt, nicht nur in sich selber, weil er schmerzt und weil er älter wird, sondern eben gerade durch die Identifikation, die wir so stark haben mit unserem Körper. Die zweite Verankerung, Grundlage der Achtsamkeit, ist eben die der Gefühlsempfindungen oder Vedanas genannt. Oder Gefühlstönungen, vielleicht ein hilfreicheres Wort. Damit ist die ganze Palette gemeint von Gefühlstönungen, die mit jeder Erfahrung einherkommt, deren wir uns nicht entziehen können, ganz egal, ob wir erleuchtet sind oder nicht erleuchtet. Einfach dadurch, dass wir geboren sind, dass wir einen Körper haben, Bewusstsein da ist, Kontakt entsteht, kommt mit jeder Erfahrung auch eine Gefühlstönung. Und zwar dieses ganze Spektrum eben von ekstatisch, angenehm, wunderbar, zu äußerst unangenehm, höllisch, wehtuend. Und all die Schattierungen dazwischen und großer Teil sehr neutral eher auch. Einer der wichtigsten Punkte, eigentlich dem Gewahrsein dieser Gefühlstönungen, ist es, weil genau dort unsere Reaktionen reinkommen. Also all unser Reagieren mit festhalten wollen, hinkriegen wollen, weghaben wollen, was immer da ist, sei das im Körper oder an Gedanken oder an Gefühlen, ist immer ein Reagieren auf diese Gefühlstönung. Ja, und zwar, und das ist natürlich offensichtlich, wenn es angenehm ist, möchten wir mehr davon, haben wir das Gefühl, das ist richtig, so sollte es sein. Wenn es unangenehm ist, wollen wir es loswerden, haben wir das Gefühl, etwas ist falsch mit mir, mit dem Leben. Und es ist ganz natürlich, ja, wir reagieren alle so und gleichzeitig ist es die Quelle des Leidens eben, genau an dieser Stelle. Und es ist genau auch an dieser Stelle, wo wir auch die Möglichkeit haben, lernen, anders damit umzugehen. Ich finde es auch hilfreich, manchmal sich eine Zeit zu nehmen, sei das jetzt hier am Retreat oder im Alltag, vielleicht eine Stunde oder ein halber Tag oder ein ganzer Tag. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr das auch tun. Und all meine Erfahrungen nur in Bezug auf diese Gefühlstönungen anzuschauen. Also manchmal vergessen wir es natürlich wieder, aber sich immer wieder daran erinnern zu schauen, was ist im Moment die Gefühlstönung? Ist sehr aufschlussreich. Ja, erstens mal sehen wir, wie das ständig wechselt. Ja, eben diese ganze Palette, dass die Dinge oft viel weniger lange dauern, als wir das meinen. Ja, wenn wir sagen am Abend, also heute war so ein schlimmer Tag, es war ein schrecklicher Tag. Wenn wir mehr Gewahrsein, öfters das Gewahrsein in unseren Tag bringen, merken wir, dass es eigentlich nicht einen schlimmen Tag gibt, sondern dass da vielleicht irgendein Erlebnis war, das schwierig war, wir das dann oft mit uns herumtragen. Und gar nicht merken, dass es immer mal wieder andere Momente gab, oder dann waren wir gerade mit irgendeinem Gespräch und das war sehr angenehm und dann kam uns das wieder in den Sinn und das war wieder sehr unangenehm und das war es eigentlich ganz eine Weile eher neutral, als wir da irgendwo in der Bahn saßen und dann kam uns das wieder in den Sinn und dann war es wieder unangenehm. Also sehr aufschlussreich, dieses Gewahrsein der Gefühls Tönungen. Und gleichzeitig natürlich auch mitzukriegen, wie wir reagieren, ja, wie schnell wir sind mit kein bisschen unangenehm, sollte es sein. Kein bisschen. Also ich finde das immer so irr. Ja, es ist nicht nur, dass ich nicht wahnsinnig starke Schmerzen nicht haben möchte, sondern sobald es ein bisschen kühl wird oder sobald es ein bisschen heiß wird oder was gerade vorher gerade so richtig war, sofort, ah, wie kann ich es wegbringen, wo ändern? Ist irre. Ja. Wichtig ist natürlich auch hier,
dass wir uns nicht verurteilen, wenn wir das sehen, wie wir reagieren, ja, wie wir mit Verlangen reagieren, wie wir mit Aversion reagieren, sondern es geht ums Lernen, ja, um sehen, ah ja, so ist das, ja, so ist es, wenn ich das festhalte. Es tut saumäßig weh, ja, wenn ich das, und manchmal halten wir es halt stundenlang fest und bleiben dabei und merken es und lernen das kennen, wie das ist, etwas festzuhalten. Und dann sind wir auch dabei und merken, wenn wir es nicht so ergreifen, wie sich das anfühlt, ja, die Erleichterung auch, die Freiheit, die Offenheit, die dann da ist. Also Achtsamkeit der Gefühlstönungen, gefühlsangenehme, unangenehme, neutrale des Geistes, also das sind innere Bilder, Gedanken, Emotionen und dasselbe natürlich des Körpers auch, angenehme, unangenehme, neutrale. Sie ist auch hier, wo wir eben Gleichmut und Gelassenheit kultivieren können, genau an dieser Stelle. Also jedes Mal, und von diesen Momenten haben wir nämlich auch sehr viele, jedes Mal, wenn wir ein bisschen eher mit etwas sein können, ja, und vielleicht merkt ihr das auch im Laufe des Retreats, etwas, was zu Beginn sehr schwierig war, irgendein Schmerz, der am dritten Tag immer noch kommt, aber plötzlich merken wir, ah, der ist zwar immer noch da, aber den kann ich einfach so sein lassen. Ja, ich muss nicht gleich reagieren darauf. Immer in diesen Momenten kultivieren wir Gelassenheit, Gleichmut. Es ist auch ein großer Teil dieser Praxis, könnte man definieren, ein Lernen, die Dinge sein zu lassen. Was natürlich nicht heißt, dass wir dann im Äußeren nicht im Alltag und in unserem Leben auch reagieren und Meinungen haben, aber ich meine jetzt unsere innere spirituelle Praxis, ja, ist es ein Lernen, mit mehr und mehr Dingen sein zu können, also sie sein zu lassen. Es ist eigentlich gar nicht so sehr ein Loslassen, ja, sondern es ist eher ein Seinlassen, sie nicht immer so schnell gleich ergreifen zu wollen, festhalten zu wollen und sie nicht so schnell immer gleich loswerden zu wollen, sondern sie einfach mal sein lassen und schauen, wie ist das, was passiert da, ist es so schlimm, wie ich denke, ja, oder ist vielleicht ganz anders. Es gibt ein Gedicht von Kabir, ist ein indischer Dichter aus dem 15. Jahrhundert, wo er spricht in seinem Gedicht, dass eben eigentlich dieser Friede, diese Freiheit immer schon viel näher ist, als wir uns ausdenken können. Suchst du mich? Ich sitze neben dir. Meine Schulter lehnt sich an deine. Du wirst mich nicht in Stupas finden, nicht in indischen Gebetsräumen, auch nicht in Synagogen oder Kathedralen. Weder in Messen noch in Beinen um deinen Nacken geschlungen und auch nicht darin, nur Gemüse zu essen. Wenn du mich wirklich suchst, wirst du mich augenblicklich sehen. Du findest mich im kleinsten Haus der Zeit. Kabir sagt, sag mir, was ist Gott? Er ist der Atem, der im Atem ist. Also Verankerung im Körper, Verankerung in den Gefühlsempfindungen, Gefühlstönungen jeder Erfahrung. Die dritte Verankerung der Achtsamkeit ist die von Citta oder Bewusstsein oder aller geistiger Formationen oder vielleicht deutlicher gesagt, die Färbung des Geistes. Gewahrsein der Färbung unseres Geistes. Und ich möchte hier zuerst ein Auszug lesen aus dem Sutta zu dieser Verankerung eben. Kann ich die Brille finden, ja. Wie bleibt ein Übender, eine Übende, in der Betrachtung des Geistes im Geist verankert. Wenn der Geist voller Begehren ist, ist sich der Übende bewusst, mein Geist ist voller Begehren. Wenn sein Geist frei von Begehren ist, ist sich der Übende bewusst, mein Geist ist frei von Begehren.
Wenn sein Geist hasserfüllt ist, ist er sich bewusst, mein Geist ist hasserfüllt. Wenn sein Geist frei von Hass ist, ist er sich bewusst, mein Geist ist frei von Hass. Wenn sich sein Geist in einem Zustand des Nichtwissens befindet, ist er sich bewusst, mein Geist befindet sich in einem Zustand des Nichtwissens. Wenn sein Geist sich in einem Zustand des Wissens befindet, ist er sich bewusst, dass Wissen da ist. Wenn sein Geist angespannt ist, ist er sich bewusst, mein Geist ist angespannt. Wenn er nicht angespannt ist er sich bewusst, mein Geist ist nicht angespannt. Und so geht es weiter. Ganz viele mögliche Erfahrungen werden aufgezählt, was ich sehr interessant finde. Und das zieht sich eigentlich durch die ganze Lehrrede durch hier. Ist, dass es zum Beispiel nicht heißt, wenn sein Geist gesammelt ist, ist er sich bewusst, wie gut er ist und wie er diesen Zustand weiter behalten kann. Ja. Oder es heißt auch nicht, wenn er sich bewusst ist, dass sein Geist nicht gesammelt ist, dass er sofort schaut, wie kann ich die Sammlung wieder hinkriegen. Ja. Und das finde ich sehr interessant, wenn man diese ganze Lehrrede eben liest, immer wieder, dass es einem ziemlich schnell klar wird, dass es einfach darum geht, zu sehen, wie es ist. Immer wieder, aha, jetzt ist es so, aha, jetzt ist es so, aha, jetzt ist es gerade unangenehm, aha, jetzt ist es gerade wahnsinnig angenehm. Ja. Immer wieder diese, es ist überhaupt kein Bewerten darin, ja. Es geht nicht darum, etwas loswerden zu müssen, damit wir es dann haben und hinkriegen. Also eigentlich auch genau gleich wie in anderen Grundlagen der Achtsamkeit, sei das mit dem Körper, sei das mit den Gefühlsempfindungen, ist es, wenn wir das tun, ja, einfach immer wieder nur hinschauen, wie ist es gerade im Moment? Oder ist es angenehm, jetzt ist es unangenehm, jetzt ist das, jetzt ist Sammlung da, jetzt ist Zerstreutheit da. Jetzt ist Wut da, jetzt ist Mitgefühl da. Dann haben wir eben auch die Möglichkeit, eben diese ständig wechselnde Natur, eben all das dessen, was wir sind, was das Leben ist, mehr mitzukriegen auf einer direkten Ebene. Weil wir nicht so beschäftigt sind, ständig mit Einteilen, Arrangieren, Kontrollieren, ja. Das ist der Zweck dieses nicht wertenden Gewahrseins. Was es uns auch sagt, eigentlich aus, oder was wir aus dieser Lehrrede nehmen können, ist, dass es vom Standpunkt, von der Perspektive der Achtsamkeit, der hilfreichen Achtsamkeit her eben völlig irrelevant ist, was unsere Erfahrung ist. Ja, also von der, klar haben wir unsere Vorlieben, aber von der Perspektive der Achtsamkeit und der Weisheit her ist jede Erfahrung gut genug, wenn wir das so sagen wollen, weil jede Erfahrung uns ihre Natur zeigen kann, eben ihre wechselnde Natur. Und weil wir auch in jeder Erfahrung quasi die Möglichkeit haben zu sehen, dass da nicht jemand ist, den wir so wahnsinnig verteidigen müssen ständig. Ja, sondern dass da viel mehr Freiheit da ist. Noch kurz zur vierten Verankerung der Achtsamkeit. Ich möchte da nicht weiter eingehen, weil das ist sehr eine ausführliche Grundlage auch, vielleicht nur kurz, was dazugehört, sind auch zum Beispiel die fünf Hindernisse, Hemmnisse, die Fred angesprochen hat heute Morgen, dass wir besonders dort auch uns gewahr sind, wenn sie da sind, uns aber auch gewahr sind, wenn sie nicht da sind. Und das finde ich auch wieder ein interessanter Punkt. Wir sind immer sehr gut, mehr oder weniger zu merken, aha, jetzt ist Schläfrigkeit da, aha, jetzt ist Zweifel da, aha, ja, jetzt bin ich voller Verlangen. Aber wir sind nicht so gut im auch merken, aha, ja, die Abwesenheit derer, was eigentlich immer dann heißt, zum Beispiel das Mitgefühl da ist, oder das,
wenn eben kein Verlangen da ist, dass vielleicht Großzügigkeit eben da ist in dem Moment. Auch das gehört natürlich dann dazu. Auch die 7 Erleuchtungsfaktoren gehören in diese Gruppe. Hilfreich, dort speziell zu merken, wann sind sie da, wann sind sie abwesend, wie können wir sie weiter kultivieren. Und vieles mehr auch. Also diese 4 Bereiche der Achtsamkeit, Körper, Gefühlsempfindungen, die Tönung des Geistes auch oder Geistesinhalte und die Verankerung, die 4. wird auch Verankerung der Gegenstände der Lehre, Lehre mit H, also was uns vor allem unterstützt für unsere Praxis, dort besonders achtsam zu sein. Was ich auch gesehen habe, und ich möchte euch das nicht vorenthalten, ich finde das recht ermutigend, am Schluss dieser Lehrrede heißt es, Bhikkhus, das wären die Mönche oder Übende jetzt in unserem Falle, wer die 4 Verankerungen der Achtsamkeit 7 Jahre praktiziert, kann als Frucht seiner Bemühung die höchste Weisheit erlangen. Abgesehen von 7 Jahren Übende, wer diese 4 Verankerungen der Achtsamkeit 6, 5, 4, 3, 2 Jahre oder 1 Jahr praktiziert, kann ebenfalls die höchste Weisheit erlangen. Es geht noch weiter. Abgesehen von 1 Jahr Übende, wer diese 4 Verankerungen der Achtsamkeit 7, 6, 5, 4, 3, 2 Monate, 1 Monat oder einen halben Monat praktiziert, kann ebenfalls eines von diesen beiden erwarten. Entweder die höchste Weisheit noch in diesem Leben oder, wenn noch ein Rest von Trübung bleibt, kann er die Frucht der Nichtwiederkehr erlangen. Und es geht noch weiter und das ist die ganz frohe Botschaft. Abgesehen von einem halben Monat Übende, wer diese 4 Verankerungen der Weisheit 1 Woche übt, und die Frage ist vielleicht hier, steht zwar nicht 4 Tage, ja, kann die höchste Weisheit erlangen, steht hier, ja. Deshalb haben wir gesagt, dass dieser Pfad, der Pfad der 4 Grundlagen der Verankerung der Achtsamkeit, der wunderbarste Pfad ist, der den Geschöpfen hilft, Läuterung zu erreichen, Kummer und Trauer zu überwinden. Soweit die 4 Grundlagen der Achtsamkeit. Vielleicht noch kurz zum anderen Teil des Suttas, nämlich eben zur Qualität der Achtsamkeit, die eben auch beschrieben wird, die hilfreich ist. Nämlich, und da gibt es natürlich, das sind immer Übersetzungen aus Pali ins Englische, vom Englischen ins Deutsche. Eine Übersetzung wäre eifrig oder beharrlich oder kontinuierlich. Sollte die Achtsamkeit sein, mit klarem Geist oder unvoreingenommen, also ohne, möglichst ohne Ideen, Vorstellungen, besonnen, gegenwärtig, klar bei Verstand, was auch heißt hier, alle weltlichen Wünsche und Sorgen vergessend, heißt es auch hier. Ohne Verlangen und ohne Aversion für diese Welt, also ohne Ansprüche, Erwartungen, Ängste, nicht wertend, also mit einem möglichst inneren Gleichgewicht. So sollte die, wenn sie hilfreich ist, natürlich ist sie nicht immer so, ja, in unserer Moment-zu-Moment-Erfahrung, aber das wäre die Achtsamkeit, die hilfreiche Achtsamkeit ist immer wieder. Also in dieser Lehrrede werden wir aufgefordert, all das, was uns Leiden schafft, zu betrachten. Also wenn wir frei sein wollen von Wut, von Ängsten, von innerer Zerrissenheit, müssen wir uns ansehen, quasi aus welchem Stoff sie gemacht sind. Es gibt keinen Weg, jedenfalls ist er mir auch noch nicht begegnet, leider, der darum herumführt, ja, sondern der Weg scheint mitten durch diese Schwierigkeiten,
durch dieses all dessen, was uns Leiden macht, hindurchzugehen. Wir müssen uns dem zuwenden. Vipassana heißt ja auch eben tief in ein Objekt eindringen, um es zu betrachten. Also nicht nur an der Oberfläche der Erfahrungen stehen bleiben. Und es ist genau das, wozu auch ein solches Retreat gedacht ist, dass wir die Möglichkeit haben, tiefer zu schauen. Tiefer, als das oft im Alltag möglich ist auch. Und daher eben immer die Aufforderung, eben des Körpers im Körper bewusst zu sein oder der Gefühle in den Gefühlen bewusst. Und ich finde diesen Ausdruck auch noch ganz hilfreich. Es heißt nicht eben, wie ich schon heute Morgen gesagt habe, des Körpers irgendwo da oben bewusst, von oben her, sondern des Körpers im Körper bewusst sein. Ja. Die Gefühle in den Gefühlen, des Geistes im Geist bewusst. Oder manchmal gibt's auch, kann man auch den Ausdruck lesen, den Körper aus sich selbst heraus betrachtend. Finde ich auch noch ein hilfreiches Bild. Also Achtsamkeit erkennt, was im Körper, was im Geist geschieht und fährt fort, es mit Licht zu erhellen. Ja, es macht den Kontakt und es hält den Kontakt möglichst lange. Und es ist durch eben dieses Licht der Achtsamkeit des Gewahrseins, dass uns, dass die Einsicht entsteht, dass uns die Natur des Lebens quasi, dass wir die sehen können in diesem Licht des Gewahrseins. Dass wir eben erkennen, dass wir nicht getrennt sind von all den Erfahrungen, die wir haben, sondern dass wir Teil sind davon und dass es in dem Sinne auch sehr wenig Sinn macht, die einen oder anderen Teile davon zu bekämpfen, immer wieder. Und ich möchte hier noch einen Text lesen von Etty Hillesum. Wahrscheinlich kennen es einige von euch. Es ist aus dem Buch Das denkende Herz. Die Etty Hillesum ist eine holländische jüdische Frau, die mit 30 Jahren in Auschwitz ermordet wurde. Es gibt ein sehr eindrückliches Buch von ihr, wo sie ihre Erfahrungen vorher beschreibt. Sie schreibt da: In letzter Zeit kommt es immer häufiger bei mir vor, dass ich bis in meine kleinsten Verrichtungen und Empfindungen einen Anflug von Ewigkeit verspüre. Ich bin nicht die Einzige, die müde oder krank oder traurig oder ärgerlich ist, sondern ich teile das Los von Millionen anderer Menschen aus vielen Jahrhunderten. All das ist ein Teil des Lebens und trotzdem ist das Leben schön und sinnvoll noch in seiner Sinnlosigkeit. Wenn man nur allen Dingen einen Platz im Leben einräumt und das ganze Leben als Einheit in sich aufnimmt, so dass es dennoch zu einem geschlossenen Ganzen wird. Und sobald man Teile davon ausschließt und ablehnt, sobald man eigenmächtig und willkürlich dies eine vom Leben annimmt, jenes andere aber nicht, ja, dann wird es in der Tat sinnlos, weil es nun kein Ganzes mehr ist und alles willkürlich wird. So, Achtsamkeit ist ein sehr essentieller Schlüssel für das Erfahren eines ungeteilten Herzens. Das, was eben oft fragmentiert ist oder was wir als fragmentiert erfahren, nämlich Körper und Geist werden zusammengeführt. Das Gute daran, an dieser Praxis überhaupt, denke ich, ist das, dass wir eben die Freiheit oder das ungeteilte Herz eigentlich in jedem Moment, in jeder Erfahrung erleben können. Dass es nicht eine Erfahrung ist, die es uns dann ermöglichen wird, sondern dass eigentlich in jedem Augenblick, in dem statt Verblendung Klarheit da ist, statt Aversion Mitgefühl oder Metta, statt Verlangen haben wollen Großzügigkeit da ist, ist ein Augenblick der Freiheit, ist ein Augenblick des So-Seins, des sich verbunden fühlens. Auch wenn diese Augenblicke manchmal sehr kurz erscheinen. Also die Wirkung
welche die Achtsamkeit hat in unserem Geist, in unserem Herz, ist, dass unser Geist, unser Herz statt träge eher beweglich wird auch, eher leicht wird, statt steif und oft mit Widerstand reagieren wird er viel flexibler, geschmeidiger. Statt starr oder stur wird er wie bearbeitungsfähiger. Er dient, soll ich dem sagen, er dient dem Zwecke besser, ja, eben diesem Zwecke der Befreiung. Wir können eher nicht im Sinne von kontrollieren, was damit tun, was wir wollen, aber er ist flexibler, geschmeidiger eben. Also durch die Praxis der Achtsamkeit in der Vipassana-Meditation wird das Herz auch empfänglicher, offener, so dass auch öfters ein Gefühl da ist von Fülle auch, von Ganzsein, von das haben, ja, was wir brauchen. Es wird irgendwie allumfassender auch dadurch. Und das Leben, unser Leben auch weniger das Gefühl, dass es fragmentiert ist, sondern eher das Gefühl von Ganzheit mehr und mehr. Ich möchte enden mit einem Zitat von Buddha, wo er noch einmal beschreibt, worum es ihm geht, und anschließend mit einer Auswahl, einer kurzen Liste von Synonymen für das Wort oder die Erfahrung von Nirvana, ja, von Friede. Das Unerschaffene will ich euch zeigen und den zum Unerschaffenen führenden Pfad. Was ist nun das Unerschaffene? Die Versiegung von Gier, die Versiegung von Hass, die Versiegung von Verblendung, das nennt man ihr Praktizierenden das Unerschaffene. Und hier jetzt eine Liste von Worten, die der Buddha gebraucht haben soll für dieses Unerschaffene, das sehr schwer ist, in Worte zu kleiden, immer mal wieder gebraucht hat. Das Unerschaffene, die Untreffbarkeit, die Wahrheit, das wirkliche Sein, das Feine, das gar zu Schwersehende, das Unverweltliche, das Bleibende, das Unauflösliche, das Unsichtbare, das Nicht-Abgesonderte, die Stille, das Todlose, das Unbedrängte, das Vorzügliche, das Haftlose, das andere Ufer, das Außerordentliche, das Wunschlose, das Glück, die Insel, die Geborgenheit, der Schutz, Zuflucht und der Friede.